So, aha, ja, ich erinnere mich. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil dieses Level von Roxas hier ist das letzte, was er mir geschickt hat. Und das Problem ist, ich habe das Level schon mal bei Hering gesehen. Das heißt, eigentlich sollte ich wissen, wie es geht. Ja, also ich weiß, dass es gar nicht mal so ohne war. Dass es wirklich gar nicht mal so ohne war. Also man kriegt hier einen Amiibo-Pilz und so wie es aussieht, genau. Man kriegt vier Schlüssel am Anfang des Levels und man muss die, glaube ich, durchs Level transportieren. Ja, wie gesagt, ich habe das Level-Prinzip, kenne ich. Das Level selbst habe ich mir jetzt mäßig gemerkt, muss ich sagen. Also, ja, ich denke, es ist schwierig, sich so ein komplettes Level einfach mal zu merken, aber so halbwegs habe ich es verinnerlicht. Und hier gibt es dann schon einige Stellen, wo man sich denkt, okay, wie soll ich das ohne Schaden machen? Ja, und dann kommt so ein dummer Schaden zustande. So, das passt auf jeden Fall. Das passt auch noch. Und das passt auch. Wunderbar. Und damit haben wir Raum Nummer 2 geschafft. Ich glaube, wir müssen tatsächlich alle vier Räume schaffen. Und hier muss man so Windsprünge machen. Und das ist ein bisschen unfair. Hier hätte man ruhig mal wieder ein Power-Up geben können, aber gut. Naja, wohl. Ich meine, es. Wow. Ich kann es nur wiederholen. Knochentrocken sind nicht meine Freunde. Ich weiß nicht warum. Sie sind vor allem in dem Setting hier extrem einfach auszurechnen, aber irgendwie wollen sie nicht so richtig. Keine Ahnung wieso. Naja, in jedem Falle, wie gesagt, das ist Roxas Steckenpferd so ein bisschen, dass er ganz gerne sehr fordernde Level macht. Vielleicht auch knackig kurz, aber schon immer fordernd. Was aber teilweise auch ein bisschen in die Richtung geht, manchmal muss man, also manchmal hat man keine Chance auszuweichen. Gab es hier noch einen Pilz? Hier gab es sogar noch einen, okay. Das ist natürlich sehr fair. Da würde ich fast sagen, den könnte man rausnehmen, weil der erste Abschnitt ist jetzt wirklich nicht so fehleranfällig. Und da, wow, da zu warten ist auch nicht so ohne. Also die Abschnitte nach dem ersten sind wirklich deutlich schlimmer und dann stattdessen nochmal. Ich meine, theoretisch kann ich hier auch durchrennen, war das nicht so? Ach ne, hier gibt es noch einen Abschnitt. Ja klar, den Raum noch, okay. Also durchrennen ist vielleicht doch nicht so die beste Idee, aber ich meine, es gibt zwei Hindernisse und von einem darf ich mich treffen lassen. Das ist schon etwas zu fair, würde ich sagen. Aber gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Ansichtssache. Hier muss man auch immer kurze Sprünge machen, weil man sonst Gefahr läuft, an die Decke zu knallen. Ja, schade. Aber kann so klappen. Kettenhunde waren noch nie meine Freunde, das wisst ihr vielleicht. Also weiß nicht. Mittlerweile, also früher im. Wow. Da hätte ich nicht mal springen brauchen. Im SMB3 Setting. Moment, was spielen wir überhaupt? Das hier ist das NES Setting, oder? Nee. Lasst mich nicht lügen, das. Moment. Das ist jetzt traurig. Das sollte. Nee, Amiibo Pilz NES Setting, klar. NES Setting. Was mich eben immer verwundert im NES-Setting ist, dass die Tatsache, dass es Geisterhäuser gibt, aber das war ja im Original nicht so. Aber das geht ganz gerne mal mir vorbei. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass ich das Level hier jetzt kenne. Also ich wusste sogar noch, dass die Pilze hier ein bisschen komisch gesetzt waren, tatsächlich. Also irgendwie solche Dinge merke ich mir, aber vielleicht auch in erster Linie, weil ich den Namen Roxas halt kannte in Herings LP. Das war knapp. Weil ich von ihm selbst doch auch schon eine erstaunliche. Ja, erstaunliche Anzahl an Level würde ich jetzt nicht mal sagen, aber schon ganz gut Level gespielt habe. Ja. Und dementsprechend ist das hier nicht mehr blind, das kann man nicht sagen, aber zumindest ist spielerisch blind. Und ja, gerade bei so herausfordernden Leveln ist das auch fast gleichgültig. Also, ja, weiß nicht. Manche Sachen kann man sich natürlich abschauen, wie dass man zum Beispiel bei manchen Sprüngen oder bei manchen Übergängen jetzt von einer hohen zu einer niedrigen Säule einfach drüber laufen kann. Aber das ist sowas, ja, das kann man theoretisch durch rausfinden auch noch. Oder durch ausprobieren auch noch rausfinden. Sagen wir es so. So, wie muss ich den jetzt machen? Da bin ich mir echt unsicher, wie ich den machen soll. Den finde ich nicht ohne. Ja, genau das nämlich, dass man hier einfach laufen kann. Also man kann wahrscheinlich auch einen kleinen Sprung machen, aber ich weiß nicht, ob man ihn sich mit einem kleinen Sprung vielleicht eher selbst schadet und ich glaube es fast.
Naja, ja, was kann ich sonst noch so erzählen? Ich kann euch ein wenig teilhaben lassen an meinem Geschehen aktuell. Ja, ich habe gerade Ferien. Ziemlich coole Sache. Leider habe ich am Ende der Ferien noch Prüfungen. Das ist was, was ich bisher in dem Sinne noch nie hatte, glaube ich. Und schon ein bisschen unangenehm. Auf der anderen Seite ist es ganz gut, dass die Prüfungen so ein bisschen entzerrt sind. Weil man, ja, immer zwei Prüfungen, dann eine etwas längere Pause und dann nochmal Prüfung. So klappt es. Interessant. Das ist eigentlich eine gar nicht so schlechte, ja, gar nicht so schlechte Ausgangssituation, weil... Oh mein Gott, das war schwach. Aber gut. Wofür haben wir den Pilz übrig behalten? Genau für sowas eigentlich. Da musste man springen. Okay, interessant. Vielleicht hilft es mir dann doch nicht so, das geschaut zu haben. Vielleicht ist es sogar eher hinderlich. Ich habe keine Ahnung. Naja, in jedem Fall, wie gesagt, es ist so ein bisschen entzerrt und meistens ist das Problem an so Prüfungsmonaten, würde ich fast schon sagen, also an so einem Prüfungsmonat, dass man eben viele Prüfungen dann geballt hintereinander immer wegkloppt und wirklich teilweise keinen Tag zur Pause hat. Im Idealfall nimmt man sich dann trotzdem noch ein, das ist eigentlich immer so mein Ziel. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass das immer funktioniert. Und das ist dann eben ein bisschen problematisch. Ja, das ist jetzt doof, dass ich hier einmal getroffen wurde. Aber gut, das können wir ja mittlerweile. Und das hier können wir auch. Perfekt. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Mhm. Und hier gab es jetzt keine Power-Ups. Gut. Das ist sowas, das könnte man sich auch merken. Gab es hier Power-Ups? Ja, Tatsache. Ist natürlich nett. Und jetzt kommt, ja, das tolle Feature, Förderbänder und Geisterringe. Ist immer wieder eine tolle Sache. Und renn, danke. Ja, also Förderband und Geisterring ist nicht ohne. So, aber hier kann das ganz gut funktionieren, wenn man einfach mal nicht springt. Okay, da war ich der Ansicht, ich bin vorher gesprungen, bevor mich das getroffen hat, aber offensichtlich nicht. Ja, also wie gesagt, es ist ganz cool, wenn man es so auseinanderzerrt. Die andere Sache ist natürlich, dann hat man nie so wirklich befreite Ferien, weil, ja, du weißt immer noch, theoretisch müsstest du dir das, was im Semester gelehrt wurde, noch behalten. Und es macht natürlich auch so ein bisschen retarded, dass man Vorlesungen nacharbeiten soll, weil die Sache ist, ja, egal wie intensiv ich solche Vorlesungen nacharbeite, dass man das ein halbes Jahr später noch weiß, ist einfach, ja, ein bisschen utopisch, würde ich sagen. Das war jetzt ziemlich doof, jetzt muss ich noch eine Runde warten. Und so langsam kommen die Geister auch wieder näher. Ist dann auch nicht so ein angenehmer Nebeneffekt. Ich zweifle lieber die von hinten nochmal nicht rankommen lassen. Ah, fuck. Naja, egal. Weil wenn die von hinten dich nochmal einholen, dann kannst du denen immer noch ganz gut ausweichen im Nachhinein. So, hier hinten gibt es ja tatsächlich auch wieder ein Power-Up. Von daher ist ja... War es hier der rechte oder der linke? Das war der rechte, okay. So, und wie ich das hier jetzt machen soll... Gut, ich weiß jetzt... Ich kann jetzt ungefähr abschätzen, in welche Richtung das geht, aber... Ja, vom... Wow, vom Gefühl her ist es trotzdem nicht so ohne. Aber passt schon. Ich war immer noch der Ansicht, dass das Level hier eines der... Also vom Ansehen zumindest, war ich der Ansicht, dass das Level eines der fairsten ist, die Roxas bisher gemacht hat. Ja, sehr stark. Wie gesagt, zwei Hindernisse und an beiden, nee, an einem darf ich getroffen werden. Also von daher ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Die Idee mit den vier Schlüsseln hier, keine Ahnung. Es hat natürlich so ein bisschen Luigi's Mansion Charakter. Ich weiß nicht, ob es das haben soll, ob das intendiert ist. Aber alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben so richtig. Das war dumm. Das war noch dümmer. Wow. Ja, okay. Dann kann er auch mal in mir spawnen. Es hat ein bisschen Luigi's Mansion Charakter, klar. Deshalb wahrscheinlich auch der Amiibo-Pilz, würde ich mal sagen. Aber auf der anderen Seite, ja, ob ich jetzt hier die vier Schlüssel habe oder nicht, so what? Ja, also, es tut jetzt am Spielgeschehen nicht wirklich was. Es sei denn, man ist so dämlich und springt über einen von den Schlüsseln drüber, aber... Seien wir mal ganz ehrlich, ich glaube, so...
komisch spielt dann doch keiner. Weil es gibt einfach keine Möglichkeit, dass diese Schlüssel einem Nachteile bringen. Das wäre auch ein cooles Level, wo man tatsächlich Nachteile hätte, wenn man zu viele Schlüssel hat. Aber die hat man halt nicht. Und dementsprechend ist es dann irgendwie auch nicht so, ja, gefährlich, die mitzunehmen. Da hätte ich mit mehr Speed drüber gemusst. Ja, und von daher, keine Ahnung. Also, Level-Konzept, vielleicht eine ganz coole Idee für Luigi's Mansion irgendwie nachzumachen, aber das ist ja noch nicht mal im Titel irgendwie verankert, oder? Panic in Ghost House, na? Im Prinzip nicht. Es ist halt so eine leichte Anspielung. Gut, man kann natürlich auch sagen, solche leichten Anspielungen sind ganz cool, weil, ja, man kennt sie halt. Ja, ist vielleicht sogar besser, als das jetzt hier irgendwie tatsächlich noch irgendwas mit Luigi's Mansion zu benennen, weil man dann noch so das Gefühl hat, man kennt was. Aber wie gesagt, also rein vom Gameplay-Faktor ist natürlich völlig egal. Wow. Ich finde das so verwirrend, diesen Geist auf dem Boden zu haben. Das ist für mich so komisch. Und ich verstehe nicht so ganz warum, weil... Ja, also das Blödeste ist eigentlich nur, der kann spawnen, wo er will. Der kann auch unter dir spawnen. Wenn das ausgeschlossen wäre, dann hätte ich damit überhaupt kein Problem, aber so ist halt ein bisschen doof, naja. Ja, und was ich jetzt so in den Ferien mache, ihr merkt ja, es kommt trotzdem nicht so sonderlich viel nach hochgeladen. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich A, natürlich auch viel Zeit ins Zocken irgendwie lege. Klar, das brauchte ich jetzt einfach mal als Ausgleich, auch vor allen Dingen halt in ein paar verschiedenen Zockerkreisen, wo ich so unterwegs bin. Freundeskreisen kann man es mit Sicherheit auch nennen. Ja, denke schon. Und... Was? Okay, da war ich zu langsam, offensichtlich. Da muss man dann direkt durchlaufen. Oder sich halt genau links hinstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ist schon ein bisschen auf Perfektion getrimmt, aber es ist jetzt nicht so Kaizo Frame Perfect. Von daher ist es schon okay. Ich stelle mich halt gerade nur einfach nicht so gut an, das muss man ganz klar sagen. Ja, wo war ich jetzt? Genau, also natürlich ins Zocken lege ich relativ viel rein gerade, also auch viele verschiedene Spiele und wie gesagt auch viele verschiedene Gruppen, in denen ich so zocke, und da bleibt das Privatzocken bzw. das LP natürlich auch so ein bisschen auf der Strecke bei, was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, aber ja gut, ist für den Kanal natürlich nicht ganz so förderlich, muss man sagen. Springst du auch nochmal? So. Ganz ruhig. Das ist doch schon wieder so ein bisschen heiß hier drin. So langsam nimmt der Sommer wieder Einzug hier. Und zwar richtig krass. Sollte mal wieder mein Klimagerät einschalten. Aber halt nicht während der Aufnahme. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Naja. In jedem Fall. Gut, ihr habt die Ventilatoren früher auch nie gehört. In jedem Falle. Ja, wie gesagt, das Privatzocken kommt dann natürlich ein bisschen zu kurz dann, beziehungsweise vor allen Dingen halt das LPen, weil das nochmal ein bisschen länger Zeit frisst, als zu sagen, hey, ich setze mich jetzt hin und spiele mal eine Stunde für mich privat. Bei Let's Plays ist es dann ja schon immer ein bisschen länger, zumindest so wie ich das handhabe. Das war ein bisschen knapp, nee, das lassen wir lieber. Ich meine, wir haben hier die Zeit, so ist es nicht. So, perfekt, jetzt endlich auch mal mit Pilz da hinten, jawohl, es bringt ja nicht mal was. Gut, ich könnte hier jetzt im Prinzip Scheiße bauen, habe ich auch. aber die Sache ist, wenn man einmal hier hinten ist, kommt man ja eh nicht mehr sinnvoll zurück, also... das war jetzt nicht so clever, den aufzuhalten. Ach, immer ein Stückchen zu weit. So. Jo, so ein ganz kleines Stückchen. Man kann hier ja auch schnell durch, wenn man gerade getroffen wurde in der Theorie. Das sollte ich vielleicht dann auch mal beherzigen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, also... Nee. Das war nochmal dämlich. Ich war stehen geblieben damit, dass... Genau, dass es einfach schwieriger ist, sich da mal hinzusetzen und zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal zweieinhalb Stunden auf. Weil du währenddessen halt... meistens nicht so ansprechbar bist und es dann schon schade ist, wenn jemand anders nach Zocken fragt und du dann halt gerade, keine Ahnung, einfach in der Aufnahme bist und nicht antworten kannst. Aber vielleicht nehme ich das auch zu eng. Insgesamt sollte man sich schon, denke ich mal, ja, die Zeit nehmen und sagen, hey, ich habe jetzt Bock mal aufzunehmen oder zwei Stunden
einfach nur für mich privat zu zocken, ohne dass mich jemand stören kann. Was, ja, stören ist dann natürlich immer negativ behaftet, muss es natürlich nicht sein, ja. Aber ich denke schon, dass, ja, sowas in Ruhe zu machen dann auch nochmal notwendig ist, so als gute Abwechslung. Und man, ja, nicht immer so drauf pochen sollte, dass man was in der Gruppe machen kann, weil ich meine, gerade irgendwann geht's halt nicht mehr, ja. Ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute, die haben genügend Gruppen, in denen sie zocken und könnten dann quasi den ganzen Tag damit verdaddeln. Und da muss man natürlich dann aufpassen, sobald man in der Richtung ist. Ich hatte da ein bisschen Glück, muss ich sagen, dadurch, dass ich durch Mario Kart immer so ein bisschen eingeschränkt... Jawohl, war eingeschränkt würde ich nicht mal sagen, weil in der Mario Kart-Szene gab es natürlich schon viele Gruppen. Das... So ist es nicht, ne? Aber... So. So, das war... Also der letzte Abschnitt war jetzt eigentlich echt nicht schwer. War es das jetzt? Weil dann wäre es echt bitter, dass ich am letzten Gegner gestorben bin. Ja, die Pause hier verstehe ich nicht so ganz, wollte ich sagen. Woher habe ich jetzt den Schlüssel plötzlich? Noch ein Schlüssel? Okay. Der Restabschnitt verwirrt mich jetzt ein bisschen. Weil der war einfach, ja, für die Schlüssel irgendwie da. Keine Ahnung, also was so ganz genau damit gelaufen ist. Kann ich schwer einschätzen, muss ich sagen. Also, ja. Ich muss sagen, das Level hier hatte schon ganz coole Stellen. Also, was ich sehr mochte, war zum Beispiel der Abschnitt mit den Säulen, bei denen man, also diese vier kleinen, ein Block breiten Säulen quasi, wo man den Feuersäulen auch noch ausweichen muss. Was ich nie so eine gute Wahl finde, muss ich sagen, jetzt auch gerade in Bezug auf diese Stelle, ist, wenn man den Spieler dazu zwingt, irgendwas schnell zu machen. Und das macht Rockstar so unglaublich oft, dass man einfach nirgendwo Ruhepausen hat, weil man immer irgendwie gerade davon profitiert, wenn man durchrennt, weil irgendwelche Kettensägen dann eben genau richtig stehen oder weil ja die Feuersäulen einen sonst einholen. Und man muss ja wirklich immer alles in einem Zug machen. In dem Level, finde ich, geht es, weil wir hier nicht so wahnsinnig viele, also nicht so lange Abschnitte haben, die wir hintereinander machen müssen. Das war in anderen Leveln von Rockstar schon mal ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Ja. Und solche Abschnitte hier gerade, ja, wo man so ein bisschen auf Ruhe spielen muss. Gut, diese Trollblöcke da sind in dem Level okay. Normalerweise finde ich es ein No-Go, aber hier ist es ja wirklich nur für einen zusätzlichen Geist. Das Problem ist, dass der Schwert dann halt maximal das allererste Mal. So, hier der Abschnitt. Keine Ahnung, wie man den ordentlich machen soll. Das habe ich noch nie hinbekommen. Also, keine Ahnung, Geisterring und Fließband. Man kann es auf Präzisionsarbeit schieben, aber ich würde es fast eher so ein bisschen auf Glück schieben. Ja, und hier hinten dann nochmal ein paar präzise und vor allen Dingen halt wieder schnelle Sprünge. Also, die Präzision in dem Level gefällt mir, die Geschwindigkeit nicht unbedingt. Ich glaube, so oder so ähnlich kann man das stehen lassen. Ansonsten würde ich aber sagen, solides Level. Also, im Gegensatz zu Rockstars anderen Leveln durchaus ziemlich cool spielbar. Ja gut, im Gegensatz hört es jetzt auch so doof an. Also die anderen Level waren auch gut spielbar, aber ich würde sagen, ja, es war zwischendurch immer wieder frustrierend. Hier hat man, denke ich, schon eher so das Gefühl, dass man weiterkommt. Es ist auch nicht zu stark in die Länge gezogen, sondern eher kurz und knackig, was ganz cool gemacht ist. Und wie gesagt, bei den anderen Leveln ist es halt immer so ein bisschen zäh gewesen, wenn man an der Stelle hing, die etwas weiter hinten im Level war. Und vor allen Dingen, weil man auch teilweise ein bisschen Probleme hatte mit Donut-Blöcken und eben immer gehetzt zu sein, niemals irgendwo stillstehen zu können. Und das ist hier zwar auch ein bisschen so, aber hier nicht so krass so. Deshalb würde ich sagen, schon eine deutliche, also deutlich vielleicht nicht unbedingt, aber schon eine Verbesserung. So, und das ist jetzt echt schade, weil da habe ich dann auch noch die Panik, dass die anderen Geister mich treffen. Und das sollte auf so einem Fließband, wo man schon jonglieren muss, gegen die Geister echt nicht unbedingt sein. Aber, ja gut, was beschwere ich mich? Man hätte es auch noch viel schlimmer machen können. So ist nicht. Ja, wie gesagt, was der Endabschnitt hier soll, ich meine, hier hat man quasi nur das Bestreben, schnell zu machen. Hier kann man den hier töten. Achso, den muss man sogar töten. Und zwar schnell, weil sonst die Geister einen kriegen. Okay, verstehe ich, warum man das gemacht hat. Warum man hier allerdings einen Schlüssel reinsetzt, keine Ahnung. Also, den Raum hätte man sich, glaube ich, wirklich schenken können.
So, jetzt machen wir einmal nochmal unten die Fahne. Damit wir auch alles abgefrühstückt haben und ja. Ich würde sagen, wie gesagt, solides bis gutes Level. Die anderen Level waren eher solide bis zäh. aber ansonsten, ja. Auf jeden Fall Dankeschön hierfür. Und ich würde sagen, wir machen dann nochmal weiter. Übrigens, wie gesagt, das war auch das letzte Level von Roxas, der mir am Anfang ja so viel eingesendet hatte und dann irgendwann stagniert ist in seiner Frequenz. Beziehungsweise am Anfang einfach einmal auf einen Haufen ganz viele und dann... Upsala. Und dann plötzlich... Ja, plötzlich nicht mehr so viel.